Moin Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu The Hunter Classic mit Reaper 2000. Wir sind heute auf der Jagd, für die, die gerade einschalten, nach einem Samba-Hirsch, der in unserer Lodge noch fehlt. So sieht der Gute aus. Für die, die gerade einschalten, wir haben einen Russenhirsch angeschossen, der ist entkommen. Dann haben wir einen Samba-Hirsch erlegen können, allerdings einen weiblichen, ich will ein männliches Tier. Wir haben zwei Wasserbüffel angeschossen, die sind erst entkommen, aber im Laufe der Stunden beide gefunden, beide erlegt. Und wir haben einen weiteren Russa-Hirsch angeschossen. Aber ich glaube, das habe ich bereits gesagt. Auf jeden Fall jede Menge Knete passiert. Deshalb der Name der Folge. So wie er halt lautet, ne? Voll verkackt. Bislang. So, wir arbeiten uns jetzt von hier nach hier nach hier hoch. Langsam und entspannt, ganz in Ruhe, weil die Dinger sind wirklich sowas von scheu, die erinnern mich an eine Bobcat oder sowas, an Lux. Nicht normal. Riechen tun sie sich drei. Oh, wir sind gegen Wind, das ist schon mal gut. Riechen tun sie sich trotzdem. 3 Kilometer Gegenwind ist alles nicht mehr feierlich. Beste bislang war Wasserbüffel angeschossen. Genau damit. Mit unserem Büffelgewehr zweimal. Hinterläufer erwischt. Oder Vorderläufer, weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, mit dem Büffelgewehr erwischt, genau. Magentreffer. Weitergerannt. Zur Strecke gebracht, nachdem er seinen Verletzungen mehr oder weniger schon erlegen ist. Also erlegen ist er nicht, wir mussten nachhelfen. Vertanken. Von dem nehmen wir erstmal Abstand. Ich will endlich den Russa-Hirsch. Wasser geht auch zu Neige. Aber hier muss doch irgendwo, so was wie ein Hotspot geben, wo die sich sein. Hier unten alles voll mit Spuren. Verstehe das nicht. Aber naja. Ich hoffe mal, dass wenn wir hier oben sind, mehr sehen können. Oder zumindest jetzt hier schon. Weil wenn man guckt,
20 Meter, 30 Meter und dann hat man schon den nächsten Baum vor der Nase. Also mit Fernglas bringt nur wirklich an den weniger bewachsenen Stellen was. Zu hören, das ist mein Computer. Der hat nämlich ganz schön zu rackern bei der Map hier. So was habe ich mir gewünscht. Das sieht doch teuer aus. Viel, viel freier Raum. Aber genau das ist das, was garantiert. Wo sie sich garantiert nur selten blicken lassen. Das überlebt mit einem Büffelgewehr angeschossen zu werden und der rennt weiter und weiter. Das war schon nicht mehr. Das ist nicht normal, ist das nicht grausam. Oh, wie spät haben wir es jetzt hier? 10 zu 1 und 12 verkrümeln die sich alle wieder in den tiefsten Hinterhof hier.
empfängen. So viel Meter, Kilometer Fläche. Nicht normal. Ja, was haben die dann für Riesengebiete? Die können uns auch ganz geschmeidig mal in Ruhe lassen. Auch scheiß gefährlich. Farbe. Oder? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich wusste, wenn ich anlege, geht er weiter, sie weiter. Aufgescheucht. Das wäre natürlich optimal. Nein.
Samba, Josh. Mann. Samba. Oh ja. Treffer. Oh, bitte, Lunge, Herz. Oh Gott. Ja. Das war ein Russer. Der liegt ja hier. Den Klint oder was? Cool. Immer durch. Popo geschossen und kriegt 100% Trophäenwertung. Da war nichts.
Entwicklung von jetzt verstehe ich überhaupt nicht. Samba-Weibchen. Besser als nichts. Ach ja, hier dürfst du keine Pläne machen. Alles für die Katz.
schönen Satz gemacht. Gut getan, mein Bruder. Zwecklos. Eingeweide. Kopf. Die haben so einen dicken Schädel. So, wunderbar. Tada. Du kriegst Ehrenpose in der Sonne. Muss ja nicht zappeln. Aber man merkt das beim Ziehen bei der Maus, das Gewicht. Der bewegt sich kein Stück. Keine Fotos machen. Fotoscheu. Gebrochen oder was?
weicheln, du musst weicheln. Zu sehen. Da drüben ist unser Wolf. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.